Hallo zusammen, Matthias hier. Herzlich willkommen in diesem Video, in dem es jetzt um Monitore geht und warum das eigentlich etwas sehr, sehr Wichtiges in der Fotografie ist. Sehr, sehr wichtig aus einem ganz einfachen Grund. Egal wie gut wir fotografieren, egal wie geniales Equipment wir haben, wenn wir das Bild dann auf den Rechner holen, um es dann zu bearbeiten und das aber nicht richtig sehen, weil wir an der falschen Stelle gespart haben und beispielsweise einen Monitor haben, der die Farben nicht richtig gut darstellen kann, dann bringt uns das alles nichts. Das heißt, da sollte man auch so ein klein bisschen drauf achten und ja, ich weiß, das werden jetzt wahrscheinlich einige denken, ja, Displays kann man doch kalibrieren. Ja, aber auch weil man Kerosin in ein Auto füllt, kann es deswegen nicht fliegen. Von daher geht das nur bis zu einem gewissen Grad. Ich habe schon gesagt, es ist wichtig, ein Display zu kalibrieren, definitiv. Aber es hat ja auch einen Grund, warum manche Monitore mehr kosten und manche weniger. Genau das wollen wir uns heute mal anschauen. Zuerst mal kommen wir mal so ein bisschen zu meiner Geschichte. Ich habe auch angefangen mit günstigen Monitoren, weil man sich halt am Anfang mitunter nicht mehr leisten konnte. Und mein erster Sprung war schon mal die Display-Kalibrierung. Einfach so ein Kalibrierungsgerät holen und da mal hergehen und die Farben zu checken. Das geht relativ einfach. Ich habe euch auch unter dem Video hier verlinkt, wie das genau funktioniert. Aber es hat mir tatsächlich eine neue Welt eröffnet. Das war schon mal Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 war, dass ich einen ISO-Monitor gekauft habe. Der schon mal ein großer Schritt nach vorne war, beziehungsweise auch später weitere Displays. Aber kommen wir jetzt mal im Detail dazu. Was hat das mit diesen ganzen Displays jetzt auf sich? Also, jedes Display zeigt Farben in irgendeiner Art und Weise etwas anders. Es gibt hier nichts, wo man sagen könnte, jeder Hersteller hat sich auf einen Standard geeinigt oder jeder Hersteller baut Displays in exakt gleicher Qualität. So funktioniert das nicht und ich kann das euch auch relativ einfach demonstrieren. Pass mal auf. Hier. Ich nehme mal hier vorne als Video einfach mal meinen Referenzmonitor, den ich hier vorne stehen habe. Das ist einer von ISO. Den nehme ich mal auf und schwenke einfach mal rüber zu den Apple Displays. Das ist jetzt mein MacBook. Gleiches Display, also gleiche Anzeige, gleiches Videosignal. Nur sieht das viel besser aus. Und das ist zwar cool, wenn man das so ein bisschen besser angezeigt bekommt und so ein bisschen schöner aussieht, aber das hier entspricht ja eher der Realität. Das ist ja das, was andere eher sehen. Von daher sind Apple-Displays schön und sie sind wohl auch 10-mal besser als viele andere Monitore. Ich will jetzt nicht pauschalisieren, es gibt gute und schlechte, aber ich finde sie ein bisschen zu gut. Gerade bei meinem großen iMac habe ich schon festgestellt, dass es oft vorkommt, dass Bilder zu hell angezeigt werden, beziehungsweise auch zu gesättigt. Ich sorge dafür, dass die auf meinen Monitoren mega geil aussehen, poste die dann und die sind einfach nur langweilig, weil sie auf anderen Displays nicht so aussehen. Was kann man dagegen jetzt tun? Eine Strategie wäre, dass man hergeht und es so bearbeitet und auf unterschiedlichen Monitoren testet und einfach mal schaut, wo ist denn das Mittel, dass man irgendwie schauen kann, wie sehen meine Bilder denn auf anderen Displays aus? Habe ich auch lange Zeit gemacht. Bin hergegangen, dann hier auf dem MacBook und auf dem Handy und auf dem Fernseher und da noch, weil das ist ja so, wie es alle anderen sehen. Und dann habe ich mal angefangen, Filme oder andere Bilder von anderen Leuten auf unterschiedlichen Displays anzuschauen, habe festgestellt, meine haben eine starke Abweichung und denen ihre gar nicht mal so viel. Der Grund dafür ist relativ einfach. Wenn ihr einen Monitor habt, der so in der Mitte ist, so in diesem Standard ist, also 100% kalibriert und geht auf Displays, die davon abweichen, dann habt ihr zwar immer wieder unterschiedliche Richtungen und manche weichen mehr in die Richtung, manche weichen mehr in die Richtung ab, aber ihr seid ja in der Mitte. Ihr habt ja eigentlich den perfekten Standard. Wenn ihr jetzt ein Bild habt, das mehr Magenta ist und habt einen Fernseher, der auch mehr Magenta ist, dann habt ihr ja viel, viel mehr Magenta. Und ich habe die Erfahrung gemacht, hier in der Mitte anzukommen und einfach mal das Bild so zu machen, wie man es in dem Moment möglichst akkurat hinbekommen könnte, ist die perfekte Lösung. Wie kriegt man das jetzt hin? Mit einem guten Monitor. Und guter Monitor nicht unbedingt in der Hinsicht, dass er jetzt sehr viel Auflösung braucht, ist ein schöner Punkt, definitiv. Ist das, worauf die meisten am Anfang achten, Auflösung, sondern es geht eher um die Farben. Klar, Auflösung ist eine schöne Geschichte. Ich mag es auch, dass mein iMac auf 5K läuft, auch wenn es vielleicht so ein kleiner Nachteil ist, weil man mittlerweile Fehler in Bildern sehr, sehr schnell sieht und auch sofort sieht, wenn es irgendwie unscharf ist. Hat auch schon so ein klein bisschen dafür gesorgt, dass manche Bilder, dass ich mir bei manchen Bildern von mir gedacht habe, so, oh mein Gott, was denn hier los? Aber
Es geht um die Thema Farben. Und ich habe vor kurzem, das ist jetzt eigentlich auch der Grund, der Anstoß gewesen, warum ich dieses Video mache, eine Kooperationsanfrage von BenQ bekommen. Die haben gefragt, hey, können wir dir einen Monitor zuschicken? Machst einen Test von der ganzen Geschichte, vergleichst es ein bisschen und machst ein Video drüber. Klar, gerne. Deswegen ist dieses Video auch gesponsert von BenQ. Und ich habe mir jetzt gar nicht so viel erwartet. Ich habe erst gedacht, ja, komm, die Apple-Displays sind gut, zahlst ja da auch mehrere tausend Euro für so ein Gerät, wird schon hinhauen, so groß kann der Unterschied nicht sein. Ich war erstaunt. Ganz ehrlich, ich weiß nicht genau, wie ich euch das zeigen soll. Ganz ehrlich, weil ich kann eine Kamera draufhalten, wie sollt ihr das denn sehen können? Aber das war eine akkurate Farbdarstellung. Es sah langweilig aus. Meine Bilder sahen teilweise langweilig aus. Ja, aber so akkurat und natürlich, wie ich sie noch nie gesehen habe. Wirklich so, wie wenn sie eben aus einem geilen Drucker rauskommen, von einer großen Druckerei kommen oder sowas in der Art. Und ich habe jetzt schon einige Bilder darauf bearbeitet. Nicht alle, aber es ist einfach das Gefühl, als hätte man wieder mal so einen Dimensionssprung bekommen, wo man gesagt hätte, so, ah, erst habe ich die Display-Kalibrierung entdeckt, dann gute Monitore und dann jetzt nochmal bessere Monitore. Aber gut, ich will euch jetzt nicht weiter groß auf die Folter spannen. Ich hole das Teil jetzt einfach mal. Sie hätten es leichter machen können. Okay, das ist das Teil. Ich krieg's tatsächlich gar nicht komplett aufs Bild drauf. Gib mir mal eine Sekunde. Ich hoffe, ich überfordere mein Notebook gerade nicht. Okay, läuft. Wunderbar. So, das Problem an der Sache ist jetzt nur, ich kann den abfilmen so viel, wie ich möchte. Ihr könnt gar nicht sehen, was dieser Monitor hier drauf hat. Das ist eigentlich jetzt nur repräsentativ, weil wer zur Hölle macht ein Review-Video, ohne den Monitor an sich zu zeigen. Aber er hat schon was. Ein großer Vorteil, den ich auf jeden Fall gegenüber den Apple-Displays für mich entdeckt habe, ist, mattes Display komplett spiegelungsfrei oder quasi komplett, weil ich sehe den hier gerade in meinem Referenzmonitor. Gestochen scharf, keine Spiegelung, obwohl hier eine Videolampe genau auf das Teil draufgerichtet ist und man sieht einfach gar nichts. Das ist ein großes Manko an Apple Displays. Kaum hat man irgendwie so ein kleines Lichtchen irgendwo, sieht man gar nichts mehr, weil das gesamte Display einfach komplett gespiegelt hat. Wir können einfach mal zum Vergleich, ich lege den jetzt mal in die Extreme, das sieht man hier eine leichte. Sieht man da eine leichte Spiegelung? Ja, auf jeden Fall. Jetzt pass mal auf, wir machen mal das Handy als Referenz hier mit rein. Guckt euch das mal an. Haha, geil. Also, ich bin begeistert von diesem Gerät. Ich könnte euch jetzt tatsächlich auflisten, was dieses Gerät alles kann. Aber diese Dinge jetzt runterrattern, okay, ganz cool. Es geht mir eigentlich darum, wie sieht das Bild aus? Wie sehen meine Bilder aus auf diesem Monitor, wenn ich die da drauf mal anzeige? Und das mache ich jetzt einfach mal. Auch wenn es euch wahrscheinlich nicht viel bringt, ich habe das als erstes getestet, einfach mal Bilder von mir darauf aufzumachen und das sieht mega geil aus. Man sieht es tatsächlich auf dem eigentlichen Kamerabild nicht so geil, wie ich das jetzt hier sehe. Das wird man nie sehen können. Man muss es in dem Moment wahrscheinlich einfach mal ausprobieren. Ich weiß jetzt nicht genau, was ihr für Monitore habt. Ich sage auf jeden Fall, das hier ist für mich ein großer Schritt nach vorne. Doch die Frage ist jetzt, nicht jeder kann sich das leisten. Nicht jeder möchte das vielleicht auch am Anfang investieren. Auch wenn ich jetzt sage, es lohnt sich definitiv, hier ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen. Aber was ist denn tatsächlich jetzt relevant bei einem guten Monitor? Worauf sollte ich denn jetzt wirklich achten? Wir fangen mal an mit den grundlegenden Dingen. Es ist schon ganz gut, wenn man auch was sehen kann. Es ist jetzt nicht unbedingt geschuldet, dass irgendwie der Monitor angeht, besonders hell geht oder sowas in der Art, sondern eher, dass die Helligkeit passt, nicht zu hell ist und nicht zu dunkel ist, dass man auch die Belichtung auf einem Monitor beurteilen kann, aber auch, dass ein Display spiegelungsfrei ist. Ich bin ein großer Fan mittlerweile von matten Displays, gerade weil die Apple-Displays so stark spiegeln, ist für mich so ein großes Manko. Und hier muss ich ganz einfach sagen, ich kann bei dem Ding einfach alles sehen. Nicht nur bei dem, sondern auch bei meinem ISO-Monitor beispielsweise. Der ist auch matt. Also ist matt schon mal ein großer Vorteil. Auch wenn ich hier jetzt so ein bisschen drehe, ihr schaut da ja nicht gerade drauf, diese Viewing-Angle, die finde ich sehr relevant. Und ihr könnt sogar, der steht jetzt fast parallel zur Kamera und man kann immer noch was erkennen, was auf diesem Monitor abgeht. Und es macht es so ein klein bisschen angenehmer für mich. Ich fühle mich nicht mehr so klaustrophobisch. Ja, besser. Okay, das ist schon mal ein großer Punkt. Zweiter großer Punkt, Farbechtheit. Er sollte so farbecht wie nur möglich sein. Wenn ihr vor der Entscheidung steht,
ich will eine hohe Auflösung oder eine Farbechtheit, geh bitte auf eine Farbechtheit. Ich habe das schon mal erzählt, ich habe das schon mal im Video gesagt. Viele Displays, gerade teurere Displays, sind mittlerweile von Werk ab kalibriert. Im Übrigen auch sowas wie Herzzahlen oder sowas in der Richtung. Das ist geil zum Zocken, ne? Aber man braucht es eigentlich nicht zur Bildbearbeitung. Mehr als 60 Hertz bringt einem sowieso meistens nichts. Aber achtet auf Farbechtheit. Hohe Auflösung ist was Schönes. Auch bei Monitoren, es macht Spaß, in hoher Auflösung zu bearbeiten. Gerade wenn ich jetzt Videos schneide, ist es auch ganz schön, wenn ich ein HD-Video habe und das auf einem 4K-Monitor anschaue, dass ich in meinem Schnittfenster quasi die Auflösung nativ habe. Beziehungsweise auch 4K-Videos kann man dann auch wirklich in 4K anschauen. Hat seinen Vorteil, aber es ist auch zum Teil etwas mit einem Nachteil verbunden. Auch wenn das jetzt wahrscheinlich jammern auf hohem Niveau ist. Weil man sieht die Fehler in seinen Fotos. Man sieht auch relativ schnell, wenn der Fokus nicht richtig sitzt, wenn man was nicht richtig retuschiert hat oder sowas in der Art. Und das ist mir mittlerweile bei meinen Bildern so extrem aufgefallen, dass manche unscharf sind. Wo ich mir denke, so, das hast du dem Kunden geschickt. Vorher hast du es nie gesehen. Aber gut, gibt Schlimmeres. Der Kunde hat es nicht gemerkt. Das ist eigentlich das Wichtige. Und man lernt aus seinen Fehlern. Okay, also, von Werk ab Hardware kalibriert, habe ich gerade schon gesagt. Auflösung ist jetzt bei dem 4K, was ganz schön ist, ist ganz nice. Man braucht es jetzt nicht zwangsweise, aber es hat auf jeden Fall was. Man kriegt da im Übrigen auch so einen Kalibrierungsbericht mitgeliefert. Ich habe noch nicht ganz verstanden, was das ist, aber ganz ehrlich, ich bin kein Freund von Tests. Ich guck mir sowieso sowas nicht an. Also auch wenn jetzt irgendwelche Leute hergehen und sagen, oh, wir haben das im Labor gecheckt und das ist 100% farbecht und was auch immer. Interessiert mich nicht, weil es kommt darauf an, wie es sich in der Praxis verhält. Ganz ehrlich, es kommt darauf an, wie es sich in der Praxis verhält. Ich muss auf dem Bildschirm sehen können, was wirklich passiert mit meinen Fotos. Von daher ist das eigentlich das Relevante. Dann habe ich vorhin schon so Sachen angesprochen wie den Sichtbereich, also den Winkel, in dem man das Display tatsächlich betrachten kann. Da habe ich auch schon Monitore erlebt, die man, keine Ahnung, 3 Grad zu weit links geschoben hat und plötzlich sieht man nichts mehr, was es auch nicht immer einfach macht. Matt, dass es nicht spiegelt, haben wir auch schon gesagt. Jetzt ist die Frage, was ist denn die perfekte Größe für einen Monitor? Weil das wahrscheinlich auch so eine Frage sein wird für den einen oder anderen. Ich habe lange Zeit auf einem 15-Zoll Notebook gearbeitet. Wirklich direkt auf dem Notebook und das ist zu klein. Das ist okay, wenn man das machen möchte, aber ich bin der Meinung, so, wenn man es anständig betreiben will, wenn man auch was sehen will, wenn man jetzt ständig reinzoomen will und dann irgendwie die Werkzeuge ständig verschieben oder sowas in der Art, Leute, 27 Zoll kann man da schon nehmen. Mindestens 24 würde ich nehmen. 27 Zoll aus dem Grund, weil es ist nicht so groß, dass man jetzt gar nichts mehr machen kann. Ich bin auch kein Fan von diesen Curved-Monitoren, das ist mir alles dann zu viel. Aber es ist in der Größe, dass du dein Bild direkt betrachten kannst, ohne jetzt groß reinzuzoomen. Du siehst alles, du kannst deine Werkzeuge neben reinholen, kannst in Ruhe arbeiten. Also so aus meiner Erfahrung, so aus meinem Feeling her, ganz ehrlich, 27 Zoll, vielleicht 32, wenn man das Geld in die Hand nehmen möchte, aber das ist so eine Größe, die würde ich schon empfehlen. Nicht viele kleine Monitore, weil dann verliert man irgendwann den Überblick. Ich bin eher so ein Fan von einer und der läuft dann halt auch. Da hat man dann auch alles drauf, was man in dem Moment braucht. Und je nachdem, was für Programme mittlerweile unterwegs sind, viele sind ja mittlerweile auch schon auf höher auflösende Displays und auf größere Displays ausgelegt. Gerade DaVinci. DaVinci brauche ich auf dem kleinen 13 Zoll Notebook, das ich hier gerade stehen habe, gar nicht mal aufmachen. Da kannst du gar nichts mehr klicken. Die Werkzeuge sind mittlerweile alle zu groß. Also, na, schon ein bisschen. Man kann schon größer gehen. Was ist jetzt noch interessant? Wir haben auch noch das Thema Farben. Denn es macht ja einen Unterschied, wie viele Farben oder wie viel Dynamikumfang ein Monitor tatsächlich anzeigen kann. Die meisten sind auf 8-Bit beschränkt, was zumindest mal den Dynamikumfang angeht. Er hat jetzt 10. Ich habe jetzt da den Unterschied noch nicht so groß gemerkt. Aber das ist tatsächlich einiges, wenn man das mal hochrechnet. Auch HDR ist machbar und sowas in der Art. Aber grundsätzlich geht es mir nicht darum. Mir geht es eher darum, dass die ganzen Farben auch dargestellt werden können. Das Problem an der Sache ist nämlich, wenn ein Monitor nicht alle Farben darstellen kann, weil die Pixel halt eben nicht das liefern, was man in dem Moment braucht, dann fehlt zwischendrin irgendwas und dann wirken Farben mal recht schnell abgehackt, beziehungsweise werden halt zum Teil auch runterkonvertiert. Wenn du jetzt ein Bild hast und fotografierst es und machst es für den Druck und musst da vielleicht speziell drauf achten, arbeitest mit größeren Farbräumen, Adobe RGB oder sowas in der Richtung und versuchst es auf einem Monitor darzustellen, der das eben nicht kann, dann wird das alles runterkonvertiert und du kannst es gar nicht richtig sehen. Von daher,
ist das vielleicht ein bisschen übertrieben, aber gerade für solche Leute, die genau das brauchen, ist der Monitor richtig perfekt. Denn er hat eine sehr hohe Farbabdeckung, Adobe RGB glaube ich zu 99%. Ich weiß, ich wollte jetzt keine Dinge aufzählen oder sowas, aber gerade auf sowas sollte man in dem Moment achten. Steht bei vielen Herstellern tatsächlich mit dabei, gerade wenn man sich ein bisschen umschaut, wie viel von dem Farbraum decken die tatsächlich ab, und darauf sollte man in dem Moment exakt achten. Zumindest bei sRGB sollte jeder Monitor voll abdecken. Also das sollte eigentlich, ist das mittlerweile Standard? Keine Ahnung. Ich habe mittlerweile keine normalen Displays, sondern ich habe eigentlich nur Grafikdisplays bzw. Apple-Displays gekauft seit den letzten Jahren und bin damit ultra zufrieden. Und ja, jetzt kommt der nächste Schritt, würde ich sagen. Gut, dann gibt es jetzt halt noch solche Features, die manche Monitore haben, beziehungsweise auch er hat, die ich ganz nett finde, die auch so ein bisschen zum Angeben sind. Ihr habt es vielleicht am Anfang gesehen, als ich den hier hingestellt habe. Der hatte so eine Blende drumherum, die ist ähnlich wie bei der Kamera, die Streulichtblende am Objektiv dafür da, dass einfallendes Licht von der Seite keine Spiegelungen verursacht, dass man das Bild genau beurteilen kann. Aber auch noch andere Geschichten hier. Ich habe hier so eine kleine Fernbedienung mit drin, wo ich... Auf was ist sie gerade gestellt? Ah, sogar auf die Helligkeit. Also ich kann dann auch hier so die Helligkeit einfach mal auf Null regeln oder sowas in der Richtung. Ist eine ganz tolle Geschichte, muss man sich nicht mehr so durch das Menü durchdrücken oder sowas in der Art, kann unterschiedliche Farbprofile reinlegen. Finde ich jetzt tatsächlich nicht so wichtig, aber es ist ganz interessant, wenn man es hat. Und natürlich auch ganz interessant, wenn man Monitore hier irgendwie so ins Hochformat stellen kann. Ich hoffe mal, ich reiche jetzt nicht das Notebook runter oder hier alles auseinander. Der lässt sich auch sehr stark in alle möglichen Richtungen drehen und schieben und auch ins Hochformat, aber ich glaube, das macht mein Kabel hier gerade nicht mit. Komm her. Für die meisten wahrscheinlich nicht relevant, aber tatsächlich sehr interessant, wenn es jetzt gerade ums Thema Instagram, um Hochformatfotografie geht, beziehungsweise wenn man ihn als Zweitmonitor nutzen möchte oder als, ich weiß nicht genau, ja, TikTok-Videos kann man damit wahrscheinlich auch sehr gut bearbeiten. Im Hochformat hat man das Format gleich richtig, ja. Ich finde es tatsächlich nicht schlecht. Alright, sonst natürlich so das Übliche, was man eigentlich bei einem Monitor von so einer Preisklasse erwarten sollte. Drehen, heben, in jede Richtung, die man sich in irgendeiner Art und Weise vorstellen kann. Der einzige Nachteil ist, so aus meiner Sicht, das Ding hat echt ein Sackgewicht. Das ist unglaublich schwer, was auch schon so ein bisschen zeigt, dass es halt ein bisschen Power hat. Auch nicht gerade dünn oder klein oder leicht. Das will man ja aber in so einem Fall auch nicht. Man möchte ja in dem Moment Power haben und nicht, ja, jetzt irgendwie mega dünne Displays oder sowas in der Richtung. Das kann man in Handys einbauen, aber nur mal zum Vergleich. Mein iMac ist genauso schwer und da ist noch ein Computer drin. Da nicht. Also kein richtiger. Einer, der guckt, dass die Bilder schön aussehen. Ja, ist auch nicht schlecht. Also ich habe euch jetzt einige Tipps gegeben zu dem, worauf man beim Monitorkauf tatsächlich achten sollte. Achtet auf Farbechtheit, achtet auf viele Farben, achtet auf eine passende Helligkeit. Nicht zu viel bitte auch nicht. Das habe ich schon gemerkt, das gibt manche Displays, die auch zu hell sind. Das sorgt auch dafür, dass es nicht ganz passt. Eine gewisse Größe soll das haben. Hohe Auflösung ist ganz schön, aber tatsächlich nicht notwendig. Und ich finde... Wer ein bisschen mehr Geld ausgeben möchte, wer hier investieren will und wer auch sagt, ich, keine Ahnung, will nicht wieder irgend sowas Günstiges kaufen, der ist hier echt gut aufgehoben. Ich habe euch den unter dem Video verlinkt, könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Ansonsten finde ich es cool, dass ich sowas mal reviewen konnte. Ich mache ja nicht gerne Reviews, also beziehungsweise ich mache sie nicht häufig. Wenn ich sie allerdings mache, dann auch für Produkte, wo ich sage, da stehe ich dahinter, da bin ich von überzeugt, die habe ich in meinen Arbeitsalltag integrieren können. Und es ist nicht einfach nur irgendwie wieder irgendeine komische Lampe, die mir angedreht wurde. Ich lehne tatsächlich 95% aller Anfragen ab, wahrscheinlich noch mehr. Ich habe keine Statistik darüber geführt. Es sind auf jeden Fall fast alle. Fand ich aber einen coolen Deal, fand ich eine coole Aktion. Von daher habe ich das mal hier mit reingenommen. Das Problem ist, viel zeigen kann man hier dran nicht. Man kann jetzt einfach nur erzählen, wie es tatsächlich ist. Und ihr müsst es glauben, weil wie will ich euch einen Monitor zeigen, wenn ihr das in Videoform hier anschauen müsst. Funktioniert leider nicht, aber vielleicht sieht es der ein oder andere schon an der Videoqualität, dass die... besser aussieht, weil ich besser graden kann oder sowas. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr über dieses Thema denkt. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare, was ihr vielleicht für Monitore habt. Das ist jetzt tatsächlich ein Thema, das man selber mal sehen muss. Wenn die Läden mal wieder aufmachen, guckt mal, ob ihr den irgendwo findet oder sowas. Macht einfach mal. Gut, das war's soweit. Ihr wisst ja, wie es abläuft. In den Kommentaren können wir gerne mal über dieses Thema diskutieren. Ansonsten freue ich mich, dass ihr hier mit dabei wart. Und wir sehen uns im nächsten Video. Einfach wieder. Ciao, macht's gut.